Grundlage dieser Videoserie ist das Reiterhandbuch, Kapitel 10 Dokumentvorlagen einsetzen. Aus der Videoserie mit 7 Teilen sehen wir hier 05 eine Standarddokumentenvorlage festlegen. Sobald man Reiter normal öffnet, wird die Standardvorlage als Dokument geöffnet, alternativ auch über das Hauptmenü Datei, Neu, Textdokument. Man kann jedoch ohne weiteres eine andere Dokumentenvorlage als Standard festlegen, solange diese in einem Ordner in der Dialogbox Vorlagenverwaltung angezeigt wird. Bei Bedarf kann man auch wieder zur alten Standardvorlage zurückwechseln. Wenn man eine Dokumentenvorlage verwenden möchte, die noch nicht in der Dialogbox Vorlagenverwaltung enthalten ist, so muss diese erst gespeichert werden. Wir ändern für eine neue Dokumentenvorlage die Schrift auf Tahoma. Als Standard festlegen. Erstens, wir wählen über das Hauptmenü Datei, Dokumentvorlage, als Vorlage speichern. Zweitens, in der Dialogbox klicken wir auf Speichern und geben ein Standard-Tahoma und OK. Wir wählen über das Hauptmenü Datei, Dokumentvorlage, Verwalten. Drittens, wir klicken auf die Vorlage, die als Standard festgelegt werden soll. Viertens, und klicken auf, als Standard setzen und dann schließen. Fünftens, das nächste Mal, wenn wir Reiter öffnen oder über das Hauptmenü Datei, Neu, Textdokument wählen, wird ein Dokument auf Basis der eben als Standard festgelegten Dokumentenvorlage erstellt.